Herzlich willkommen zurück zu GNP 1 TV, heute hier bei GMC Nummer 25 und an meiner Seite ein Kämpfer aus dem Co-Main-Event, Alexander Wesner von der Armbar Academy. Er hatte es heute mit Sascha Masafra zu tun, es hat leider nicht ganz gereicht. Masafra hat sich durchgesetzt nach Punkten und jetzt natürlich die erste Frage an dich, war das Urteil in Ordnung? Ja, das Urteil war definitiv in Ordnung, er hat sehr starke Takedowns gelandet, war nicht einfach den Stand zu halten, hat sein Ding super gemacht, ich habe Kampf im Stand erwartet, hatte Bock auf einen Kampf im Stand, auf eine Schlacht. War leider ein bisschen mehr am Boden, aber so ist das manchmal. Ja, er hatte ja vorher angekündigt, dass ihr beide viel Spaß gemeinsam im Käfig haben werdet. Jetzt seht ihr natürlich entsprechend aus nach drei Runden miteinander, aber hat es denn Spaß gemacht? Ja klar, wem macht es denn keinen Spaß, mit so einem Gorilla zu kuscheln? Ich glaube, das war ganz witzig, auch für die Zuschauer. Jetzt hast du gesagt, du hast einen Kampf im Stand erwartet. Er hat eben mit mehr Takedowns attackiert. Wie hattest du dich auf ihn vorbereitet? Also wo wolltest du ihn attackieren? Ah, ich wollte ballern. Ich wollte Blut sehen, ich wollte ballern, ich wollte einfach eine geile Schlacht haben. Ja, die hattest du ja in deinem letzten Kampf auch schon. Da hast du ja Benny Russ mit einem heftigen Knockout auf die Bretter geschickt. Es ist dann die Frage, ob er vielleicht da zu viel Respekt hatte und eben den in Anführungszeichen, ja, leicht ist er natürlich nicht, aber vielleicht da eine andere Strategie sucht. Glaubst du, dass der Knockout in deinem letzten Kampf jetzt eher schädlich war für die Strategie heute? Na, ich glaube, jeder versucht das am besten zu machen, was er am besten kann. Und das waren bei ihm eben die Takedowns. In der zweiten Runde hatte er dich in einem Arm-Triangle-Choke. Da hat er sehr lange dran gearbeitet, bist aber wieder rausgekommen. Wie eng war das? Also so eng war es nicht vom Choke her. Das Einzige, was war einfach, dass er quasi meinen Kopf an seine Brust gedrückt hat und ich mich eher so ein bisschen wie in einem Porno gefühlt habe, weil mein Mund einfach offen war, ich versucht habe zu atmen und sein Nippel einfach in meinem Mund gelandet ist. Dauerhaft. Ich habe einfach nur versucht, da rauszukommen und ein bisschen zu atmen. Aber eng war es jetzt nicht. Mit welcher Taktik seid ihr dann in die dritte Runde gegangen, nachdem ihr ja die zweite sehr wahrscheinlich auf den Punktezettel verloren hattet? Oh, ballern, im Stand attackieren, versuchen nicht in Takedown zu kommen. Hat nicht ganz funktioniert. Im Stand hat es mir Spaß gemacht, am Boden ein bisschen weniger, aber so ist das halt im Kampfsport. Mal gewinnt man, mal verliert man. Jetzt die Frage an den Betreuer, was hätte er heute besser machen können, Alex? Ehrlich gesagt hätte er nichts besser machen können. Ich hätte gehofft, dass das im Stand endet, aber ist leider nicht so gekommen. Und ja, eigentlich lief das alles ganz gut. Jetzt hast du ja quasi eine sehr wechselhafte Serie. Also bei dir wechseln sich ja die Siege immer mit den Niederlagen ab. Das heißt, im nächsten Kampf gibt es auf jeden Fall wieder einen Sieg. Da könnte man doch jetzt eigentlich erwarten, dass du vielleicht auch irgendeinen bestimmten schon vor Augen hast, den du vielleicht gerne kämpfen möchtest und dann eben auch natürlich zu 100% besiegen möchtest. Koray, ich warte auf dich. Ja, Koray Cengiz? Ja, ja. Gibt's da eine Vorgeschichte zwischen euch beiden, oder? Ach nee, ist ein geiles Nordderby. Ich meine, er kommt aus Bremen, ich aus Kloppenburg. Ich glaube, die Leute wollen das sehen. Es hat im April leider aufgrund von Corona nicht funktioniert. An sich ist der Typ ja in Ordnung, aber ich glaube, ein schönes Nordderby ist ganz schön. Ja, und ich glaube, auch Koray Cengiz, der ballert gerne. Also, ich glaube, da kommt ihr beide euch entgegen. Ja, klar. Ich meine, wir haben beide eine coole Frisur. Wir ballern beide gerne. Ich glaube, wird Spaß machen. Ja, also, ihr Matchmaker da draußen, ihr habt es gehört. Alexander Wesner gegen Koray Cengiz. Ich glaube, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Danke dir, dass du dir trotz der Niederlage die Zeit jetzt für das Interview genommen hast. Und die letzten Worte an dieser Stelle, die gehören dir. Aber danke für den geilen Kampf, für die Unterstützung. Us, danke an alle meine Freunde, Familie, meine Eltern, die gerade leider nicht da sind, die das aus dem Ausland betrachten. Mama und Papa, ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht. Wir sehen uns. Round and round.